Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu den, ja, meistgehassten oder aber auch gleichzeitig meistgeliebtesten Spiel hier bei On The Road von TOC 2 und dem Publisher Aerosoft. Ihr wisst ja, ich spendiere gerne hier On The Road ein bisschen Videomaterial, denn ich finde es für die Konsole ein cooler Ersatz, zumindest in Sachen LKW-Simulatoren und wir hatten das Thema jetzt in den letzten 1, 2, 3 Folgen öfters gehabt. Besonders in der letzten Folge, dass wir bald ein neues Update erwarten. Release steht heute nicht fest, aber in der Folge, da geht's einfach nur um euch. Genau, ihr da draußen, die gerade mein Video sehen. Also ganz gerne einen Daumen nach oben geben und vor allen Dingen schreibt gerne was in die Kommentare, denn darauf reagiere ich im nächsten Video. In diesem Video reagiere ich auf all die Kommentare aus dem letzten Video. Es sind einige zusammengekommen. Wir werden alle zusammenfassen, auf alle, so gut es geht, kurz, knackig, aber auch vielleicht ein bisschen länger antworten. Ihr wisst ja Bescheid. Erst einmal ganz, ganz Grüße gehen raus an den guten Sergeant Zord. Der hatte nämlich geschrieben, hey, jetzt hast du am Schluss als ersten Auftrag ein für Berlin gewählt. Also aufgepasst. Lieber Sergeant Zord, erstmal vielen lieben Dank. Du bist immer wieder dabei und kommentierst hier meine Videos. Das ist mir lustigerweise aufgefallen. Ich habe jetzt einfach so viele Aufträge wie möglich reingehauen. Also wir werden halt gucken, was am Ende jetzt wirklich hier geht. Es kann ja sein, dass am Ende alles hier voll ist. Wir gucken einfach mal. Ich kann zumindest fast 21 Tonnen zu mir nehmen. Das ist schon mal ziemlich cool. Von daher, wir gucken mal. Es geht für uns nach Stuttgart. Von daher, eine kleine Route haben wir vor uns. Nicht ganz so lang wie von München nach Berlin. Bei Weitem nicht. Gerade mal, wenn überhaupt. Oh, was könnte das sein? Ein Drittel, wenn überhaupt. Also diese Folge wird es auf alle Fälle nach Stuttgart gehen. Und wir werden alle auf eure Kommentare antworten. Ein Kommentar möchte ich ganz gerne auch sofort nochmal rannehmen. Das ist der gute Thoralf. Du hast ja auch schon öfters geschrieben. Du bist auch mitunter auch Truck- und Logistik-Fan. Und aber auch hier On The Road-Fan. Und du machst deinen Unmut auch kund gegenüber dem noch nicht erhaltenen Update. Du schreibst, es ist einfach nur traurig, wie sich On The Road in den letzten Jahren entwickelt hat. Man wartet jetzt schon fast ein ganzes Jahr auf ein einziges Update, eine Verschiebung nach den anderen. Ja, lieber Thoralf, das kann gut sein. Ich weiß immer gar nicht, auf welcher Konsole du gespielt hast. Zumindest auf der PS5 und Xbox Series X muss man trotzdem ehrlicherweise sagen, dass man, wenn man sagt, wie sich On The Road entwickelt hat, es hat sich ja für die neuesten Konsolen gut entwickelt. Das war ja auch mein Grund dafür, dieses Video generell On The Road wieder anzufangen, weil es am Anfang richtig schlecht lief und mittlerweile läuft es echt flüssig mit einigen Bugs, die hoffentlich mit dem baldigen neuen Riesen-Update behoben werden. So. Ich würde mal sagen, wir fahren erstmal ganz kurz los und so gut es geht, werde ich mal auf jedes Kommentar hier reagieren. Achtet so ein bisschen darauf, auch vielleicht die nächsten Folgen. Ich gebe euch immer ein Herz, dann kommt euer Kommentar auf alle Fälle in der Folge mit rein. Wir werden aber auch auf die Kommentare reagieren, die wieder Euro Truck Simulator thematisieren. Erst einmal Kontrollgerät rein und den Modus müssen wir ändern. So. Und bestätigen, Fahrzeit ist akzeptiert, Fahrzeug einmal starten. Ah, sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, lösen wir die Bremse und dann geht's los. Ich glaube, ich dürfte hier links reinfahren. Ah, dürften wir hier reinfahren? Oh. Oh, fängt schon wieder gut an. Kriegen wir hin. Ich glaube, wir kommen da noch rum. Stimmt, hier war ja so ein bisschen One-Way-Ticket-to-Hell mäßig. Wir gefahren, sind ja in so eine kleine Einbahnstraße gefahren. Und dann geht's einmal, wir fahren jetzt einfach hier rum. Auch wenn es vielleicht zweispurig, nee, zweispurig ist es nicht. Schon mal, das habe ich hinbekommen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Die grüne Linie zeigt uns jetzt den Weg Richtung Stuttgart. Denn wir hatten nämlich schon die erste Ladung hier beim Tierbedarf abgeholt. Wir müssen auch noch so ein Brutto fahren. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz hier links abbiegen. Ah, von rechts kommt niemand. Schnell, schnell. So. Perfekt. Wunderbar.
Und dann fahren wir, wie gesagt, mal ganz fix zum Brot. Und die Karte zeigt nicht immer gleich den Weg an. Also zumindest nicht nach den Zwischenstopps. Grün ist jetzt wirklich nur die Anzeige für unsere Ladung, die nach Stuttgart zu bringen. Aber wir haben jetzt mittlerweile genug Ladung, um hier mehr Sachen mitzunehmen. In den nächsten Folgen will ich auf alle Fälle mal im Auge behalten. Besonders solange wie das Update natürlich auf sich warten lässt, neue Auflieger zu holen, dass wir halt auch mal neue Jobs bekommen. Zum Beispiel das Transportieren von Fahrzeugen. Jetzt müssen wir einmal hier rein. Und einmal hier nämlich drehen. Die einzelnen Fabriken und Firmensitze sind im Endeffekt immer gleich aufgebaut. Genauso wie Brutto. Brutto ist, glaube ich, hier sowas wie eine Einzelhandelskette. Und dann müssen wir einmal hier über den Parkplatz fahren. Und dann haben wir hier vorne den Bereich, wo wir unseren LKW parken müssen. Und das wird schon ziemlich interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege. Bevor wir da aber gleich mal anfangen, da zurückzusetzen. Oh, das wird sehr lustig. Wir kriegen ihn zwar jetzt einigermaßen gerade. Aber das wird jetzt lustig. Ganz kurz mal zum nächsten Kommentar. Wie gesagt, es sind einige Kommentare zusammengekommen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und vielen lieben Dank dafür. Deshalb werden wir, so gut es geht, ab und zu mal eine kleine Pause einlegen und mal auf die Kommentare reagieren. Auch wenn es halt hier vielleicht ein bisschen länger dauern sollte. Da haben wir zum Beispiel den Marcy2406. Du hast geschrieben, im Grunde genommen ist On the Road der einzige Eurotruck zum Ladersatz für die Konsole und deshalb finde ich es extrem schade, dass sich das Spiel so schlecht entwickelt hat. Truck and Logistics Simulator zähle ich nicht dazu. Dazu ist die Map zu klein und der Fokus liegt hauptsächlich auf die Beladung der Fahrzeuge, was auf Dauer auch sehr eintönig wird, da es kein Wirtschaftssystem gibt. Uns bleibt also keine Wahl auf die Konsole. Deshalb sind auch so viele verärgert, dass ewig nichts umgesetzt wird, was versprochen wurde. Das mit den Tanktrailern ist ein alter Hut und wurde immer wieder verschoben. Es schien so, als hätten die Entwickler selbst keine Lust mehr darauf. Bin gespannt, was mit den Updates so alles ändert und hoffe, dass es wieder bergauf geht mit dem Spiel. Den kann ich nur beipflichten, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe da das Spiel auch wirklich wenig gespielt. Meine Sichtweise auf das Spiel beruht immer nur Release 2021 und das jetzige Spiel 2024 und deshalb sehe ich es immer nur so einfach. Die Performance ist auf alle Fälle schon mal wesentlich besser geworden. Ich muss aber dazu sagen, ich gebe dir da vollkommen recht in Sachen Truck and Logistics Simulator. Ist kein schlechtes Spiel für die Konsole, aber war mir auch irgendwann ein bisschen zu eintönig gewesen. Und da hoffe ich mal, dass vielleicht mit On the Road nochmal ein bisschen mehr Farbe hineinkommt. Also sagen wir mal, On the Road einen zweiten Frühling erlebt, oder? Zumindest ihren allerersten Frühling. Aber wir sind mal gespannt. Ich hatte ja vorgehabt, solange der Falk auch ganz gerne möchte, das ist ja der Social Manager von On the Road, beziehungsweise von Tox 2, dass wir uns da mal zusammensetzen und einfach mal so ein kleines Interview halten in Form von, ich spiele mit ihm oder ich spiele mit dem Spiel und er redet mit mir währenddessen auch über das Spiel und wir unterhalten uns so ein bisschen. Stelle ich mir auf alle Fälle ziemlich cool vor. So, jetzt probieren wir mal hier irgendwie rückwärts zu fahren. Ich habe jetzt erstmal meinen Controller zu Hilfe genommen. Das wird jetzt hier richtig lustig. Oh. Ich habe schon so einen kleinen Trick jetzt mittlerweile, hoffe ich, herausgefunden. So einen kleinen Schubser geben. Ihr müsst das ganz, ganz entspannt angehen. Ich bin kein Fan von diesen doppelten Trailern. Warum ich mir den da geholt habe, ja, ist die gute Frage. So, wir müssten nämlich versuchen, einigermaßen hier gerade zu halten. So. Wir hatten auch schon in der letzten Folge ein paar Leute so ein paar Tipps gegeben, aber ehrlich gesagt, ey, es ist richtig schwer, damit hier umzugehen. Ah, kriegen wir einigermaßen hin. Jetzt kriegt ihr auch wieder die Kurve. Wenn wir den vielleicht nämlich doch voll kriegen, den hinteren, dann können wir es nämlich bei den nächsten Stationen einfach mal weglassen. Oh, 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 ey, das, also, ich will jetzt nicht sagen, das sieht professionell aus. Aber es sieht gar nicht mal, schlecht aus. Oh, da war die Treppe im Weg. Aber du, wir sind auf dem besten Wege. Ah, komm. Ja. Du, das reicht vollkommen aus. Ein Bug, lieber Falk, den es halt immer noch gibt und der mich persönlich richtig durchstört, ist halt folgendermaßen, dass gerade beim Rangieren rückwärts irgendwann die Lenkachse vollkommen hängen bleibt. Ich muss den Wagen immer komplett zurücksetzen, um das rückgängig zu machen. Aber jetzt haben wir es ja immerhin geschafft. So, die nächsten Paletten sind drin. So, und für uns geht's jetzt auch weiter. Hier, guck mal, das ist mein Problem jetzt gerade aktuell mit den... Das ist ein Bug, der immer noch herrscht.
Ich kann jetzt einlenken, wie sehr ich will. Er fährt im Endeffekt geradeaus und hat arge Probleme. Dann müsst ihr leider Gottes halt wirklich Folgendes machen. Ihr müsst leider den Wagen hier zurücksetzen. So, okidoki. Dann würde ich mal sagen, fahren wir gleich mal zur nächsten Filiale. Ich glaube, ein, zwei Filialen haben wir noch vor uns, bevor es nach Stuttgart geht. Aber zuerst einmal kommen wir zu euren Kommentaren. Da hatte nämlich der gute Ulrich, schöne Grüße gehen raus. Felix war, glaube ich, der Name gewesen, hat es nämlich geschrieben. Wie immer, klasse Videostückchen, danke erstmal dafür. Meine Highlights im Bereich Simulatoren wären der Taxi Driver, das Spiel, wo man in Barcelona rumdüst. Oh, da bin ich voll und ganz bei dir, darauf freue ich mich auch schon. Und der Heavy Cargo Simulator, ich hoffe, du weißt, welche ich meine. Ja, der ist auch im Übrigen von Tox 2, auch schöne Grüße gehen da raus an Falk. Wie gesagt, der soll auch irgendwann bald mal rauskommen. Auf das Update im ersten Quartal 2024 für unsere World bin ich auch schon echt gespannt. Ich hoffe, dass es das Spiel tatsächlich nochmal aufwerten wird. Grüße gehen wir immer raus. Grüße auch an dich raus, mein Freund von Berlin nach Berlin. Und ja, wir sind gespannt, war, ob das auch, ob der Update das Ganze ein bisschen aufwertet. Dann haben wir noch den Ralle und dann fahren wir auch mal gleich weiter. Auch ziemlich lang hier. Ralle hat er geschrieben, habe mir in 56 Stunden 32 Millionen erspielt und kann damit nichts anfangen. Den größten Teil des Geldes kommt von meinen Fahrern. Bei neuen Stück und dem aufwendigen Beladesystem fährt der Chef kaum noch. Fände es super, wenn die Karte irgendwas mit Deutschland zu tun hätte. Weder der Straßenverlauf mit seinen Fahrspuren noch die Umgebung passen. Es sieht alles so lieblos hingeklatscht aus. Von den Städten gar nichts zu reden. Hätte noch viel mehr Punkte, aber keine Zeit, alles zu erwähnen. PS, das meine ich unter anderem mit dem Beladen. Du hast die Aufträge der Kollegen nicht sortiert. Sie fährt jetzt zweimal hin und her. Du solltest zuerst die Ladestellen nach oben schieben und die Entladestellen nach logischer Reihenfolge anpassen. Okay, Ralle, erstmal vielen Dank für den Tipp. Werde ich versuchen, mir ein bisschen hier aufrecht zu halten. Aber ich habe mir auch so gedacht, ganz ehrlich, bei der guten Dame hier, Nathalie war es nämlich gewesen, die fährt einmal nach Dortmund, glaube ich, und dann nach München. Oder von Dortmund aus nach München. So war es, glaube ich, gewesen. War es mir recht egal gewesen. Die befindet sich ja gerade hier vorne. Und, oder fährt die? Die fährt gerade weg, wa? Das kann sein. Dann können wir ihr aber trotzdem mal gleich einen neuen Auftrag geben, wenn sie sowieso gerade nach Dortmund fährt. Genau, da ist nämlich ihr Ziel, dass wir ihr mal sagen, okay, wenn du in München bist, in Dortmund bist, dann fahr mal bitte gleich nach Stuttgart runter. Zack. Und hier. So, jetzt fährt sie zuerst nach München, von München nach Dortmund aus, war? War es richtig gewesen? Ich glaube schon. Ich hoffe mal. Ich hoffe. Ich hoffe mal wirklich. Gut. Weil eigentlich fährt sie ja gerade die Richtung. Wir gucken nochmal nach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, weil eigentlich fährt sie jetzt wirklich Richtung Dortmund. Oh, ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Aber hier genau, die Linie fährt sie nach Stuttgart. Das wird schon alles. Das macht die gute Frau schon. Wir werden. Achso, und nochmal zu Ralle. Auch nochmal zurück. Auch wie gesagt, vielen lieben Dank für dein Feedback. Aber ich muss mal eins erwähnen, und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich bin trotzdem erstaunt, 56 Stunden in dem Spiel überhaupt verbracht zu haben. Mein Problem ist zum Beispiel ein Truck- und Logistik-Simulator war ja gewesen, im Gegensatz oder zum Vergleich, weil es auch ein Aerosoft-Titel ist, zum Here on the World, ist halt, dass ich nach 3-4 Stunden einfach keine Muße mehr hatte, weil man im Endeffekt das Beste freigeschaltet hatte. Und das war zum Beispiel mein Problem da gewesen. Aber ich verstehe es vollkommen. Wenn hoffentlich das Update irgendwann kommt, dann wird es dann noch mehr ins Wirtschaftssystem reingehen. Das heißt, was die Kollegen an Benzin abfahren, an Lohn verlangt, das geht auch nochmal auf den Gesamtlohn oder die Gesamteinnahmen ab. Dann würde ich mal sagen, fahren wir weiter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Zu unserer Wenigkeit, wir müssen nämlich noch, genau, wir müssen nämlich noch hier hin. Das heißt, wir fahren jetzt einmal rechts raus, immer geradeaus bis zum Ende und dann links. So, oh, da kommt jemand. Da können wir aber. Oh, der wartet auf uns. Dankeschön. Abrupt gebremst. Haben wir ein bisschen erzwungen wahrscheinlich. Nee, aber nochmal ganz kurz, wegen den Lieblosen, das ist auch, wo ich mich hinaus. Da bin ich aber erstaunt, dass man natürlich dann 56 Stunden darin verbringt, aber ist auch in Ordnung. Aber ja, es ist natürlich halt, ja. So viel erkennen tut man natürlich jetzt hier nicht von Deutschland und Umgebung. Ist halt so einfach, wie es ist.
Ist halt immer so ein bisschen die Frage, mit welchem Ansatz man natürlich in solche Entwicklungen erst einmal reingeht. Ob ich eigentlich hier richtig? Ich bin jetzt zu früh. Ich habe mich jetzt abgelenkt. Okay, wir müssen jetzt hier gleich wieder links abbiegen. Geht gar nicht. Okay, wir müssen leider gleich da vorne links und nochmal links, wenn es geht. Das wird aber, glaube ich, sehr problematisch jetzt hier. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verquasselt. Wie gesagt, also da bin ich immer ein bisschen, ist halt für mich immer die Frage, mit welcher Entwicklung man rangeht. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen überlegen oder dran denken. Ob ich kann hier vorne irgendwo mal links abbiegen. Ja, immer geradeaus und dann eigentlich normalerweise links da vorne. Dass man natürlich mit dem Sinn dahinter reingegangen ist, dass man alles, was so PS4 und Xbox One Niveau hat, quasi entwickelt hat. Also das ist quasi die Basis darauf, gerade auch schon auf dem PC damals, als es erschienen ist. Natürlich kann man, wie gesagt, wie einen Euro-Truck-Simulator mit reinnehmen. Als Vergleich würde ich einfach jetzt mal wirklich einen Akta legen. Aber so wird es wahrscheinlich dann auch gewesen sein. Man hat halt die Xbox One-Version gehabt, die PS4-Version. Und darauf wird man basierend einen LKW-Simulator herausbringen. Und zwischenzeitlich kamen einfach dann auch nochmal die neuen Konsolen um PS5 und Xbox Series X. Wo ich aber auch weiß, dass am Anfang das Riesenproblem war, dass die Performance selbst auf den ganz neuen Konsolen zu der Zeit 2021 bei weitem nicht gut war. Ich war da auch bitter enttäuscht gewesen. Das hat sich ja, wie gesagt, ein bisschen mehr gelegt. Währenddessen wir hier warten, können wir mal auf den nächsten Kommentar eingehen. Das ist nämlich Bauchcomedy, Ollis lustigen Puppen, Palizzo. Ich freue mich schon sehr darauf, weil wir hatten ja Planet Zoo. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hatte euch ja auch angeboten, ihr könnt auch gerne die Kommentare schreiben, auf welches Spiel ihr euch als nächstes freut. Planet Zoo war, oder generell, solche Aufbauspiele sind immer nie mein Ding, weil ich einfach diese Geduld dafür immer gar nicht besitze. Ich bin da immer ganz, ganz, ganz schrecklich. So, wo müssen wir jetzt eigentlich rein? Wo hatten wir jetzt unseren Auftrag geholt? Eigentlich da vorne, also weiter geradeaus. Dann hat Manuel geschrieben, Kruse, wann kommt das XXL-Update? Lieber Manuel, ich weiß nicht, ob du jetzt mein Video natürlich gesehen hattest im Großen und Ganzen, aber ich glaube, ich bin auch sehr früh darauf zu sprechen gekommen, weil ich ja als allererstes den Talk mit Falk und Aerosoft ein bisschen behandelt habe. Ein genauen Release gibt es nicht. Das erste Quartal ist auf alle Fälle angestrebt. Das musste ja öfters verschoben werden. Dazu hat auch Falk sich des Öfteren entschuldigt. Erste Quartal ist angestrebt, es gibt aber kein genauen Datum, aber es ist sehr nah dran, weil wir schon sehr viele Aufnahmen mittlerweile sehen konnten von den Updates mit den Trailern und vielerlei Verbesserungen. Ich denke mal, allzu lang warten wird es nicht auf sich. Nur mal ganz kurz der Randnotiz für all diejenigen. Es ist nicht ein alleinstehendes Mega-Update, das heißt, viele Sachen, die vielleicht erst nachdem man den Release, den man verschoben hat, gesehen hat, dass da noch ein paar mehr Bugs sind, die hat man auch in den neuesten Update mit reingenommen. Das heißt nicht, man hat jetzt, sagen wir mal, ja, fürs Mega-Update damals 10 Punkte geplant, die man verbessern wollte. Und als da verschoben worden ist, blieb man bei diesen 10 Punkten. Man hat noch weitere Sachen hier mit reingenommen. So, jetzt sind wir auch schon mal hier. Ich würde mir auch ein bisschen mehr Action oder Aktion hier gerne wünschen, wie gerade eben auch schon ein bisschen Bauarbeiten und so. Das ist ja auch eine schöne Sache. Oder im Grunde genommen einfach auch vielleicht hinblicken darauf, wenn man vielleicht das nochmal eingehen möchte. Wo muss ich eigentlich hier überhaupt lang? Oh, ich weiß es gar nicht. Wo muss ich denn hier hin? Oh, Schreck. Oh, Schreck. Deswegen war es ganz gut gewesen, dass ich schon einige Sachen hier eingeladen habe. So, ich denke mal, ist er jetzt gelöst? Ja, ist er. Wie gesagt, war eigentlich ganz gut gewesen. Dann kann ich nämlich hier einfach... Kommen wir rum. Ja, das passt schon so einigermaßen. Nee, für mich wäre auch mal interessant gewesen, es wäre aber auch eine Sache, die ich Falk vielleicht mal so privat fragen würde, da soll er auch gar nicht irgendwie was mutmaßen oder äußern oder so, aber für mich wäre eigentlich eher eine interessante Frage, ob man nicht vielleicht doch mal die Überlegung irgendwann angeschrieben hätte, weil ich weiß, dass bei Heavy Cargo, das ist ja auch ein Simulator, der von TOC 2 herauskommt, mit der neuen verbesserten Unit Engine herauskommen wird, ob man nicht vielleicht auch schon überlegt hatte, vielleicht On The Road einfach abzusägen und an einer Fortsetzung zu arbeiten. Wäre auch mal eine interessante Sache. Aber gut, da kenne ich mich in Sachen Firmenpolitik auch nicht allzu gut aus.
Ob man jetzt zum Beispiel sagt, nee, man will den Fans beweisen, dass man es doch irgendwie so ein bisschen zu Ende bringt, weil was bringt es dir, ein Spiel nicht ganz fertig zu kriegen und dann mit einem zweiten Teil irgendwie Werbung zu machen, verstehe ich dann auch wiederum. So, weiter geht's. Das war auch unser letzter Halt hier gewesen. So, dummerweise habe ich dann wieder was Folgendes machen müssen. Ich musste eins aus der Ladung rausschmeißen, weil ich überladen war. Da konnte ich nicht weiterfahren. Das ist natürlich mal ein bisschen doof. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit meinem kompletten, weil ohne diesen Anhänger darf ich nur 8 bis 9 Tonnen laden. Mit den Anhängern sind es fast 21 Tonnen. Das heißt, ich müsste den eigentlich fast immer dran lassen. Das ist natürlich mal ein bisschen Käse. Also einfach mal so abladen ist nicht und dann irgendwie die Ladung nehmen. Das verteilt sich schon auf diesen beiden Anhängern. Wenn ich das so richtig verstehe. Wir müssten noch mal ganz kurz hier zu The Foot Import noch mal gehen. Achso, nee, das war hier in Stuttgart. Wir sind jetzt gerade in Stuttgart. Aber München haben wir natürlich auch. Müssen wir noch mal kurz gucken. Wir fahren nämlich jetzt hier rechts. Und dann die nächsten noch mal rechts und dann links. Da müsste man nämlich noch mal hin. So, wir werden aber eine kleine Abkürzung hier nehmen. Bevor wir gleich wieder losfahren, ihr kennt es ja, nächster Kommentar. Wir waren bei Manuel Kruse gewesen, jetzt kommt Pennys Reis. Ich weiß zwar nicht warum, aber meine Ruhezeit läuft nicht. Ich kann auch 20 Stunden fahren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Geil. Dann hatte Gorbis Wort geschrieben, ich würde mich über einen guten Schiffssimulator mit Multiplayer freuen. Ich glaube, da ist auch ein paar Sachen geplant. Also ich hatte, es ist immer ganz lustig, bei Steam packt man sich immer ein paar Spiele so in den, nicht Warenkorb, aber auf die Wunschliste. Und manchmal erscheint es noch so weit weg. Komme ich hier noch rüber? Nein. Einfach zurücksetzen. Ha! Schwein gehabt. Und da war auch ein Schiffssimulator gewesen. Der war auch für 2024 angekündigt. Und als ich mir damals auf die Wunschliste reingepackt habe, wirkte der noch so lang weg. Aber eigentlich ist es gar nicht mehr allzu lang. Ja, wäre auch echt wirklich eine coole Sache, muss ich sagen. Also geil wäre halt wirklich, ich weiß nicht irgendwie, wo man wirklich, also Sea of Thieves hat es irgendwie ganz gut vorgemacht, so ein bisschen das Leben auf dem Meer so ein bisschen spüren, aber halt mit Aufträgen verteilt, ob Fische oder auch Sacken von A nach B bringen, das auf eine realistische Art und Weise, aber halt auch wirklich mit einem richtig starken, coolen Wettersystem, das einem auch schon so ein bisschen Angst und Bange wird. Das würde ich mir auf alle Fälle auch gerne mal antun. Ich bin jetzt nicht so der Schiff-Enthusiast, aber sowas würde ich mir auch gerne mal angucken. Alexander hatte geschrieben, ist das Update da oder wie? Nein, das Update ist immer noch nicht da. Dann hat das Sandro geschrieben, hallo Stekotin, ich habe mich kundig gemacht und erfahren, dass Eurotaxomator auf Konsole erscheinen wird. Die Entwickler sind ein neuer Engine dran und das schon seit 4 Jahren, aber Eurotaxomator wird für die Konsolen kommen. Hoppala. Oh, Schwein gehabt. Sandro, vielen lieben Dank. Du hast noch was geschrieben. Hier ist der Link dazu. Ah, links ist immer, glaube ich, immer ein bisschen doof. Links sieht er meistens immer gar nicht. Aber ich weiß, dass sie an der neuen Engine dran sind, aber eigentlich war auch mal das Thema so ein bisschen gewesen, es sollte eine hauseigene Engine zwar sein, aber eigentlich eher eine Engine basieren, wenn überhaupt auf Unreal Engine, weil es gut für die Konsole ist. Aber ihr merkt es ja, sie sind seit 4 Jahren dran, also abwarten und Tee trinken. Problem wird natürlich irgendwann sein, dass wir natürlich auch damit bald rechnen können, dass sie mit neuen Konsolen kommen. Also ich sehe eher, ehrlich gesagt, On the Road als irgendwann vollwertigen Simulator mit weitaus mehr Updates, die in Zukunft kommen könnten, als dass Euro Truck Simulator, ehrlich gesagt, auf die Konsole kommt. Weil dieses Gerücht gibt es wirklich schon seit 4 Jahren. Das habe ich schon damals vor 3 Jahren in Livestreams immer wieder gehört. Und bis dato kam eigentlich im Endeffekt auch nie so richtig was. Und wie gesagt, meine Vermutung ist aber auch die, dass sie die Konsole nicht unbedingt brauchen, weil sie auf ihrem PC haben sie einfach ihre Stammspieler oder ihre Stammcommunity, ihre Stammarmee, kann man schon fast sagen. Und immer wieder aufgrund dessen, dass sie ja diesen Preisnachlass zelebrieren, wirklich, dass dann die komplette Reihe von Eurotalk und American Talk Simulator günstig angeboten sind, kommt dieses Spiel immer wieder mal unter den Top 10, 20 der Steam-Reihe. Zumal man leider auch mal ein bisschen bedenken muss beim Euro Truck Simulator und auch American Truck Simulator, es wird ja wahrscheinlich auch beides vielleicht möglicherweise für die Konsolen kommen, dass man natürlich auch dann alle DLCs mit rein und raushauen möchte. Und ich glaube, das wird halt wirklich ein schweres Unterfangen.
das irgendwie dann wirklich laufen zu, im Laufen zu kriegen. Aber geil wäre es auf alle Fälle. So, ich muss nebenbei kurz mal mein Handy neu starten, um eure Kommentare zu lesen. Außer es waren vielleicht auch alle Kommentare. Müsst leider wissen, ich will jetzt hier auch wieder keine Werbung machen für irgendwelche Sachen oder Gerätschaften, aber ich bin eigentlich ein riesen Huawei-Fan. Problem ist aber nur, dass es ja seit geraumer Zeit ja kein Google quasi Assistant bekommen hat, beziehungsweise keine Google-Unterstützung. Und trotzdem war ich so schlau gewesen, vor anderthalb Jahren mir das Huawei Mate 50 Pro zu holen, was eigentlich wirklich ein geiles Handy ist, mit einer fantastischen Kamera und immer noch ein Benchmark unter den besten drei sogar ist, der besten Kameras. Problem ist nur, mittlerweile nervt es wirklich schon, dass ich kein Google mehr habe, deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwann mal und mein Handyvertrag samt den ganzen Premium-Gedöns darauf hinausläuft, mir bald ein neues Handy holen. Ich liebäugle, gerade weil ich ja meine Views allesamt hier auf dem Handy schneide, irgendwann damit das Ganze wirklich auf ein Fold-Gerät zurückzugehen. Das heißt im Endeffekt für mich, ich will ganz gerne vielleicht ein Samsung Fold haben. Obwohl es mittlerweile bessere Fold-Handys gibt, aber gerade mit einem Vertrag verbunden wäre es ganz cool gewesen, dann halt wirklich dazu auch noch, wie gesagt, ein neues Handy zu bekommen. Ansonsten hätte ich mir ganz gerne auch vielleicht ein Xiaomi geholt oder so, bin ich auch ein riesen Fan von. Oder ich glaube Vivo und sowas alles, gerade weil die ziemlich handy sind. Aber ich glaube, dass das Huawei Fold 6 irgendwann wirklich in diese Richtung geht, dass auch das endlich mal ein bisschen handlicher ist. So, jetzt muss ich leider versuchen, diesen Anhänger hier irgendwie reinzukriegen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Kurz mal ein bisschen vorfahren. Also, wirklich Hut ab vor den LKW-Fahrern, die das hier schaffen. So, jetzt nochmal. Ich glaube, jetzt sind wir gut drin. Ja, du, das sieht gut aus. So. Jo, haben wir. Achso, und für die nächste Folge, dadurch, dass ich Nathalie auch nach Stuttgart fahren lasse und wir uns da treffen werden, werden wir da einfach mal alles tauschen. Beziehungsweise, ich werde mir wahrscheinlich mal was Neues holen. So, den haben wir jetzt. Ich glaube, es müsste jetzt alles passen. Aha. Ja, ich glaube, das passt schon irgendwie. Ich habe jetzt leere Paletten von Brutto. Okay, verstehe ich nicht ganz warum, aber wird schon irgendwie. Ja, du, wird schon irgendwie. Aber jetzt können wir quasi nach Stuttgart fahren. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir noch irgendwelche Kommentare vorzulesen haben. Ah, siehst du, das konnte ich mich da ja gar nicht sehen. Denn auf Sandro, sein Kommentar rund um Eurotraktion hat auf den Konsolen, gab es auch eine Sache dazu. Ganz kurz, wo ist der Link? Sandro, ganz kurz auch an alle gerichtet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich lösche Kommentare oder sonst was, ihr dürft und könnt keine Links bei YouTube veröffentlichen. Das geht nicht. Also entweder es wird gelöscht, aber erstaunlicherweise hat YouTube jetzt eine neue Funktion oder ist vielleicht eine Premium-Version, dass das der Kommentar ohne Link stehen bleibt. Also Links sind bei YouTube nicht möglich. Also, jetzt haben wir schon mal die Antworten auf Sandro seiner Quelle. Das hat, glaube ich, irgendein YouTuber, glaube ich, gesagt. Wie gesagt, ich habe das Gerücht auch schon lange gehört. Aber der Desperado hat geschrieben, nein, das stimmt nicht. Es sei keine Konsolenfassung geplant. Und das war Stand November 2023. Ich müsste weit suchen, um den Artikel wiederzufinden. Aber den gibt es. Also beweisen Sie, dass anders ist. Ich bin gespannt. Desperado hat dazu geschrieben, kommt Eurotruck Simulator 2 auf der Xbox? Fragezeichen. Nein, Eurotruck Simulator 2 erscheint nicht für Xbox Series X und SCS Software hat keine Pläne zur Veröffentlichung von Euro Truck Simulator 2 für die Xbox Serie, weil der Entwickler einfach ein kleines Team ist. Möglicherweise verfügen sie nicht über die Ressourcen, um Euro Truck Simulator 2 auf die Xbox Series X sowie S zu portieren und gleichzeitig weiterhin neue Inhalte für die PC-Version des Spiels zu entwickeln. Das war der Stand Ende
September 2023 gewesen. Sandro beruht darauf, dass es für den Eurotruck Simulator kommt. Da hat nochmal der Markus geschrieben, nein, das kommt nicht für die Konsole, wie manche das sagen. Außerdem ist Eurotruck Simulator auf PC 1000-mal besser als auf der Konsole. Ich fahre ETS 2 auf dem PC und fahre Multiplayer und Tuning Mods und leite das da eine Spedition mit mehreren Online-Spielern. Da liegst du aber falsch. Die bringen regelmäßig neue Updates und DLCs sowie Lackierungen, Trailer, jede Menge neue LKWs, tausende von Mods sowie den Singleplayer auch für den Online-Player. So, so viel dazu. Verbringt man wirklich seine Zeit damit, ehrlich gesagt, ein Online-Speditionsunternehmen zu führen und andere, okay, gut, aber du, jeden sein Hobby irgendwie ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin immer ein bisschen erstaunt. Aber kann ja auch ein sehr schönes Hobby sein. Nee, aber wie der Markus schon aufgefasst hat, auch meine Mutmaßung war, mitunter auch, man ist ja auch sowieso immer noch am Entwickeln oder pausenlos am Entwickeln für neue Erweiterungen rund um den Euro Truck Simulator 2, aber auch American Truck Simulator, dass ich einfach nicht glaube, dass es die Zeit A und überhaupt Muße wäre, für die Konsole was zu entwickeln. Aber ich weiß, und vielleicht hat Sandro sich ja ein bisschen in die Irre führen lassen, es war gedacht gewesen, der Entwickler hat sich auch damals gemeldet, für mich war auch der Raum 2022, 2021 auf alle Fälle speziell gewesen, wo auch noch der Entwickler darüber gesprochen hat. Aber stimmt, wie ich mich jetzt so recht entsinnen kann, war ja November oder Oktober angesprochen worden ist, wo das Spiel tatsächlich und die Entwicklung dafür auch gecancelt. Sind wir auch mal ehrlich, es macht auch wirklich gar keinen Sinn. Na klar kannst du die mitnehmen, was hängt damit an? Gut, PC-Besitzer, ich bin ja auch ein PC-Besitzer, würden jetzt sagen, die Konsole könnte gar nicht die Leistung tragen. Die Leistung selbstverständlich schon. In manchen Bereichen ist die Konsole einfacher für die Entwickler mitunter zu entwickeln. Aber halt nur, wenn man wirklich die neuen Konsolen ins Boot nimmt, nicht die alten Konsolen, dann wird schon wieder ein bisschen tricky, aber die Leistung, die die neuen Konsolen haben, oder sagen wir mal, die neu alten Konsolen, also die PS5 und die Xbox Series X sowie S, die sind trotzdem alle mal da, um die Spiele gut darzustellen und das im Endeffekt trotz alledem für einen schmalen Taler, das heißt, wir bräuchten keinen High-End-PC, um manche Spiele zu spielen. Wiederum muss man sagen, wäre es wieder eine andere Sache, wenn das Spiel rauskäme. Könnt ihr auch versichern, also die Entwickler, dass wir auch die ganzen DLC erhalten, die Erweiterung, neue DLCs, neue Updates, Mods wäre auch kein Riesenproblem. Bei Landwirtschaft Simulator 2 geht das ja, bei Landwirtschaft Simulator, den ganzen Teilen geht das ja auch. Aber nichtsdestotrotz, es wäre einfach zu viel Arbeit und ich bin ganz ehrlich, also für so ein Entwicklerteam, was vielleicht nicht allzu groß ist, sich da den Kopf so sehr zu erbrechen, um ein paar Konsolenspieler mitzunehmen, ich würde es ehrlich gesagt auch als Konsolenbesitzer mir wünschen, es zu sehen, aber ich würde es halt gerade, weil man so in die Materie mit reinkommt, auch verstehen, wenn Entwickler sagen, nee, den Schritt wollen wir nicht eingehen, weil im Endeffekt, was passiert denn, wenn es nicht gut wird? Man macht sich vielleicht seinen guten Ruf doch ein bisschen kaputt. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, um Sachen auf der Konsole zu porträtieren. So viel einfach mal dazu. Freunde, das war's gewesen. Denkt ein bisschen daran, wächst in den Kommentaren. Ihr könnt gerne was kommentieren. Links wird problematisch. Links könnt ihr am besten versuchen, indem ihr wenn Leerzeichen drin lasst. Aber selbst das kann problematisch sein. Das filter ich nicht raus. Das filtert YouTube alleine raus. Ich habe nicht mal irgendwie einen Filter drin. Ich glaube, man kann sogar Arschloch, Scheiße oder sowas sagen. Denn passiert da eigentlich auch nichts, außer dass vielleicht im schlimmsten Fall euer Kommentar von YouTube automatisch gelöscht wird. Aber ansonsten sind Links quasi immer dieses Red Flag für YouTube. Also einfach die Links weg. Lassen und dann wisst ihr auch Bescheid. So, wir sind jetzt Richtung Stuttgart unterwegs mit verminderter Leistung, wohlgemerkt. Das heißt für uns, wir werden einfach mal den hier machen. So, und das Ganze mal hier so ein bisschen erhöhen. Oh, ja, stimmt. Kontrollgerät rein. Wenn dann, zack. So, wir haben noch 3 Stunden und 200 Kilometer. Ja, Freunde. Also sind wir ja mal so ein bisschen gespannt, wie es hier mit dem Euro Truck Simulator. Ja, Freunde, also sind wir mal gespannt, wie es natürlich jetzt hier mit On The Road aussieht, was auf uns wartet. Update wird es sowieso geben, wie gesagt, Bildmaterial haben wir gesehen, Endgame-Material haben wir gesehen, Videos richtig davon. Ich weiß, gerade auch ein Torev sehe ich immer wieder, der ist da sehr, sehr gefrustet. Kann man halt leider immer nichts machen. Also,
Wenn man natürlich einen guten LKW-Simulator haben möchte, wisst ihr alle Bescheid auf dem PC, wo ihr denn hättet hinspringen können. Auf den Konsolen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Gerade auch natürlich auf Konsolen wie, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich ein On the Road auch für die Switch? Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, Simulatoren für die Switch zu holen, bin ich ganz ehrlich. Dann würde ich einfach mal im Monat 10, 15 Euro wegpacken, dass man sich wenigstens sowas wie die Xbox One X holen kann oder die PS4 Pro. Aber im besten Fall vielleicht mal 20 Euro im Monat wegpacken, dass man vielleicht im guten Jahr sich auf alle Fälle sowas wie die PS5 oder so kaufen kann. Wenn sie im Angebot ist oder gebraucht, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr wegpacken. Aber einfach, deswegen habe ich auch von der Switch weggelassen, es ist die Konsole einfach für gute Nintendo-Spiele, für sehr gute Nintendo-Spiele. Für mehr ist sie eigentlich auch nicht gedacht. Natürlich, die Switch 2 wird ein bisschen anders ausschauen. Die Hardware, die da verbaut ist, die kommt 100 Pro der PS5 und der Xbox Series X nah. Aber eigentlich war es auch immer eine Konsole gewesen, die für sich steht, die für ihre eigenen Produkte steht. Und dafür war sie und ist sie bis heute hin immer richtig, richtig gut. Also ich würde euch da wirklich nicht raten, auf die Switch da irgendwie Simulatoren zu kaufen und dann hoffen, dass es gut aussieht. Sind wir mal ganz ehrlich. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel, als kleines Beispiel, Hogwarts Legacy kam letztes Jahr und ihr habt jetzt so die Überlegung, Hogwarts Legacy kommt, was hole ich mir? Welche Konsole hole ich mir? Holt euch nicht die Switch. Also, wenn ihr für solche Spiele da die Switch holt, das ist einfach die falsche Wahl. Dafür ist die Konsole gar nicht ausgelegt. Auch wenn es gar nicht mal so verkehrt laufen soll auf der Switch, aber es kommt halt mit einer sehr abgespeckten grafischen und Performance-Version heraus oder kam so heraus. Also da bist du halt einfach das so ein bisschen einsehen. Ich weiß gar nicht, ob es Thoralf war, Thoralf, du mit der Trucking Logistik Simulator auf der Switch. Das ist halt so das Problem. Ihr werdet auch nie dann erleben können, dass dann auf der Switch auch ausgiebig auf der Switch da irgendwie was gemacht wird. Also ich bin schon erstaunt, dass wirklich, wirklich, das muss man immer hoch anrechnen, das darf man auch wiederum nicht vergessen, dass On The Road wirklich auch die Xbox One und PS4 bedient mit dem neuesten großen Update. Und das ist ja auch noch eines der Hauptprobleme, das darf man gar nicht mal vergessen, weil wahrscheinlich die meisten Käufer noch hinter den alten Konsolen stecken, was ich immer noch unfassbar finde im Jahre 2024. Aber es sei mal wirklich dahingestellt, muss jeder machen, wie er möchte. Aber ich glaube, das ist ein Hauptproblem, wirklich zu sagen, okay, unsere Hauptkäufer sind auf den alten Konsolen, wir wollen die bedienen. Die Möglichkeit für die neuen Konsolen, das Update so herauszubringen, ist gar kein Problem, ist gar kein Ding. Aber für die alten Konsolen, ey, da müssten die richtig tüfteln, weil die RAM einfach voll ist. Die Konsole ist ausgeschöpft, man mag es gar nicht glauben. Und dann kam das Spiel bestimmt schon mit der abgespeckten Version raus. Deswegen sage ich immer wieder, ey, Leute, bevor ihr jetzt noch die nächsten Monate oder sogar anderthalb Jahre immer wieder sagt, ja, auf meiner alten Konsole wie Xbox One oder PS4 läuft es nicht gut, hattet ihr jetzt gefühlt, weil ich diese Kommentare schon seit anderthalb Jahren davor schon gelesen habe, hättet ihr denn in den Zeitraum zu den nächsten anderthalb Jahren 2 bis 3 Jahre Zeit gehabt, euch Geld beiseite zu packen und zu Weihnachten euch ein gutes Angebot zu holen? Ganz ehrlich, also ich muss leider auch, das hört sich wirklich doof an, also ich meckere wirklich auch nie über meinen PC, beziehungsweise auch über die Spieleversion der PCs. Manche Sachen gehen richtig gut, manche halt dann eher weniger. Ich habe letztens auch Hogwarts Legacy probiert. Auf Ultra-Einstellung konnte ich sie nicht mal spielen, auf hohe Einstellung ja, da ging es ganz gut. Auf der Konsole läuft es butterweich. Ich werde wahrscheinlich auch frühestens oder spätestens Ende des Jahres auch gucken müssen, dass ich mich auch irgendwie verbessere mit meinem PC und die alles mal samt aufwerte. Das gehört leider irgendwie so ein bisschen dazu. Man kann da immer nicht hoffen, dass die alten Gerätschaften noch das bringen, für was eigentlich die neuen Gerätschaften gedacht sind. Wisst ihr, was ich meine? Das kann man vielleicht beim Bügeleisen machen. Bei der Konsole wird es irgendwann ein bisschen schwierig oder auch gar bei Fernsehgeräten oder so. Wenn natürlich welche sagen, okay, hast du den Film gesehen? Ey, der sieht atemberaubend gut aus. Dann guckst du den bei dir auf deinem Full-HD-Fernseher, der natürlich kein UHD abspielen kann, was auch alles jetzt wie Netflix und Amazon anbieten. Denkst du so, naja, halt ein Standard für ein, ja, kommt halt nicht so rüber. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Das ist halt so ein bisschen ein Vergleich zwischen neue und alte Konsolen. So viel dazu. Gut. Ich hoffe, es kommt immer nicht so gemeckert rüber oder so, aber ich will euch einfach mal so ein bisschen vorwarnen. Denn wir hatten dann irgendwie, also die Zeit gibt es halt irgendwie so mit sich auf einmal viele alte Sachen immer noch irgendwie beizubehalten, aber nicht alles ist irgendwie möglich.
Und ich bin nicht mal, ja, ich muss mal jetzt von meiner Warte aus sagen, ich bin ja nicht mal ein Grafikenthusiast. Also bei mir ist die Grafik jetzt nicht mega doll wichtig. Hauptsache, es läuft flüssig. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich meine Videos mache, auch gerade über VR-Brille oder so, dann sehe ich ja nie die volle Auflösung teilweise, die in den Videos eigentlich herrschen. Hauptsache, ich mache gute Unterhaltung, beziehungsweise habe gutes Material für euch und das ist für mich die Hauptsache. Das sind aber die Augen, ich sag jetzt mal, jemanden, der Videos macht oder so. Natürlich bewerte ich dann auch die Grafik und so, aber für mich zählt in allererster Linie die Performance und der Spielinhalt. Der ist mir besonders halt wichtig, das Bestmögliche daraus zu machen. So, Stuttgart nur, oh, 120 Kilometer. Wir werden jetzt natürlich nicht alle Sachen miteinander ausladen, aber die gröbsten würde ich mal sagen. Oh, oh, das geht doch nicht gut, oder? Oh, oh, shit. Oh, 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 oh. Ui. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer auf der linken Seite fahre. Da gibt es nicht so einen großen Ärger. Achso, weil wir vorhin auch mal ganz kurz, es wird halt ein ziemlich langes Video, es tut mir leid, ich versuche es ein bisschen Kapitel unterteilen, macht euch einen gemütlichen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Snacks dabei gehabt, ganz kurz mal vielleicht zu Heavy Cargo, was ja auch von TOC 2 ist, aka vom Publisher Aerosoft, ist auch ein LKW-Simulator, wie gesagt, läuft mit der aktuell zu einer neueren Unit-Engine und das ist im Endeffekt ein Schwertransport-Simulator, in dem auch ein Open-World-System, glaube ich, verbunden ist, wie gesagt, auch ein Wirtschaftssystem und ihr halt Dinge oder größere Gerätschaften von A nach B bringt, wie es halt so ein bisschen mein Schwertransport kennt. Und ihr müsst vorher, sogar bevor ihr zum Beispiel die Aufträge befahrt, Wege abklappern. Zumeist fahrt ihr eigentlich nicht die weitesten Wege, eher kürzere Wege, aber die müsst ihr abklappern und in Anführungsstrichen schlimmsten Fall Schilder abmontieren. Ich glaube auch halt irgendwelche Gerätschaften wie Ampeln oder sowas abmontieren, aber ist jetzt nur so eine Vermutung, um halt den Weg frei zu machen, damit ihr mit euren LKW wirklich da durchkommt. Also so ein bisschen wie im wahren Leben, da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf. Ich glaube zum einen, datiert war das Ganze auf alle Fälle, also ich sag jetzt mal auf alle Fälle jetzt in Anführungsstrichen, für auch das Jahr 2024, dass das da ja rauskommen soll, ist auch nochmal ein Thema. Das ist ja auch schon seit längerem Entwicklung, wie gesagt, von TOC 2. Und ich denke mal, TOC 2 wird halt auch kein großes Entwicklerstudio sein. Man ist quasi nebenbei damit beschäftigt und mit Heavy Cargo. Ja, kann man halt dann immer so sehen, wie man möchte. Also, mich würde mal interessieren, wie viele Leute dahinter sitzen eigentlich überhaupt, das zu entwickeln. Aber, eins noch mal dazu sagen, das hat Aerosoft ja so ein bisschen darauf gehört. Wahrscheinlich jetzt nicht auf mich oder so, aber sie kam trotzdem entgegen. Für die PlayStation Besitzer gab es sogar Rabatt. Ich glaube, der lief aber auch jetzt vor kurzem erst aus. Ich glaube, bis zu 20% oder so, 20-30% war schon mal eine coole Idee gewesen, weil ich den Preis von, ich glaube, 29 Euro, wenn ich mich das recht entsinne, also fast 30 Euro, wäre mir viel zu viel gewesen. Ich würde es ganz gerne sehen für 19,99 oder zumindest für 25 Euro. Aber 19,99 wäre ein mega fairer Preis und man würde mehr Leute anziehen. Wie gesagt, vielleicht mit dem nächsten Update oder Updates, wenn das Spiel dann besser läuft, würde ich ehrlich gesagt wirklich darauf eingehen, 20 Euro damit irgendwie zu machen. Aber da hat auch schon der Falk mal geantwortet darauf, das ist ein Ding von Aerosoft, der die Preise bestimmt, die Publisher. So, ich hoffe, Freund Blase sieht uns jetzt hier. Nicht, dass er jetzt gleich links reinfährt. Jo. Oh, jetzt müssen wir uns schon so ein bisschen rechts halten, weil Ausfahrt nach Stuttgart kommt nämlich gleich. Das ist sogar schon da vorne. Oh, Baustelle, 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 Baustelle. Oh. Uiuiuiui. Ach, wir müssen alle hier raus. Die wird ja sogar richtig eng hier. Aber ey, ich muss eins sagen, heute doch kein größeren Unfall. Ich bin richtig, richtig gut. Vorne links kommt der Bus da vorbei. Oh, 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 oh. Das war jetzt doof gewesen.
Lass uns mal ein bisschen zurückrollen. Alles gut. Alles im Griff. Komm, zieh meine kleine Maus noch. Haben wir nicht mehr grün? Schade. Obwohl, ist doch gelb. Ah ja, jetzt. Ja, konnte ich jetzt auch nicht mehr verhindern. Hat aber auch lange gedauert, bis es rot wurde. Dachte ja so, ja, kriege ich nicht mehr hin. Und auf einmal gelb, 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 gelb. Ah, jetzt haben wir mal ein bisschen hier Landstraße, auch nicht schlecht. Schön. So, ich habe gerade gesehen, die grüne Linie führt uns auf alle Fälle zu den Tierbedarfsservice. Aber eigentlich müssten wir rein theoretisch gesehen. Gute Frage, wo müssten wir zuerst hin? Wir stellen jetzt mal so ein bisschen. Ist das das erste? Wir gehen einfach zum Tierbedarfsservice. Vielleicht klappt es ja auch nicht. Eigentlich war es die erste Ladung, die wir eingeliefert haben. Oh, geht weiter. Zebuschi, komm! Oh, jetzt wird es hier aber eng. Was ist hier los? Oh. Totalausfall. Zwischen zwei Bussen. Wie konnte denn das passieren? Ah, schafft ihr es da hinten noch? Ja, Kollege, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, die kriegen dich hin, wa? Okay. Kollege, stopp, 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 oh, oh. Okay. Oh, trifft sich ganz gut. Der macht nämlich gerade ein bisschen zu für den Gegenverkehr. Also für unseren Gegenverkehr. Boah, Schwein gehabt. Perfekt. Ah, die werden ja noch ein bisschen stehen. Guck mal, die stehen da immer noch. Halt, Witzka. So, ich glaube, dann sind wir eigentlich auch in Stuttgart jetzt angekommen. Ich glaube, die dürfen auch nur 50 fahren. Jetzt fahren wir, glaube ich, hier vorne. Ihr seht es auf der Karte rechts und dann nochmal einmal rechts, einmal außen rum. Hoppala. Genau, hier vorne rechts. Ah gut, hat auch schon geblitzt. Ich habe mich kurz auf mein Handy geguckt. Ich sag's immer wieder, wa? Handy und Autofahren, das gehört nicht zusammen. So, und hier vorne rechts. Mal gucken, ob die Kollegen sich hier beeilen können. Hier zur Pet Shop Company. Da müssen wir nämlich hin. Freunde, aber jetzt schon mal, wie gesagt, wir laden das jetzt gemeinsam noch aus, müssen bei der Pet Shop Company, die restlichen mache ich dann für mich selber. Schon mal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, denkt daran, wenn ihr Bock habt, schreibt gerne was in die Kommentare. Reagiere gerne auf die nächste Folge darauf. Wann die kommt, müssen wir mal ein bisschen schauen. Ich werde wahrscheinlich den Falk dummerweise, tut mir echt leid, beim Freund mal anschreiben. Einfach mal so, ob man vielleicht mal zusammen ein Video macht oder aber auch so ein paar neue Informationen hast. Weil schönerweise wäre es vielleicht auch mal das nächste Video mit den Update zu starten oder zumindest mit ein paar neuen Informationen. Weil wir jetzt auf das Thema Updates nämlich schon behandelt haben, wäre eine coole Sache. Müssen wir mal gucken, aber ich denke mal, wir haben es jetzt Montag, wo ihr das Video wahrscheinlich seht. Ich denke mal, Ende der Woche oder Anfang nächster Woche erstmal so eine Folge, ein, zwei Folgen maximal überhaupt pro Woche rausbringt. Aber es sind noch viele, viele andere schöne Videos auch immer auf meinem Kanal. Guckt da gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Oder machen wir es ein Stück gemütlichen. Brettern jetzt mal hier schön durch. Wechsel mal ganz kurz hier die Spur. So, ich glaube, genau, hier müssen wir jetzt rein. Oh, shit, ich hoffe, ich krieg das hin, ey. Oh, ich ahne Böses. Das muss nicht perfekt werden. Wenn wir sagen, es braucht nicht perfekt werden. Ja.
Nach Stunden der Versuche. Ey, also ich komme wirklich, mit denen komme ich nicht klar. Ah, komm, reicht es dir? Ja. Wie gesagt, wie nicht perfekt, aber haben wir zumindest geschafft. Genau. Dann gehen wir das mal hier schön ab. Aha. 5000, sehr gut. Dann mal schließen. Und dann haben wir im Endeffekt jetzt auch nur noch zwei Orte, die wir jetzt nochmal anfahren müssen. Einmal Fisch und einmal Brutto. Freunde, das war's aber erst einmal gewesen. Vielen lieben Dank für eure Kommentare aus dem letzten Video. Und ich freue mich schon auf eure nächsten Kommentare. Ich hoffe, wir können dann im nächsten Video erstmal sowieso auf eure Kommentare eingehen. Aber auch vielleicht auf Neuigkeiten rund um den neuesten Update. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Euer Tschüssikowski.